70 km/h gegenüber 65 und 60. Also der Genauigkeitsbonus hat jetzt im Moment so auch keinen großen Effekt, wie es aussieht. Weil sie auch noch Anfänger sind. Und einer sogar in Panik. Gut, machen wir als Ziel schießen. Zumindest unser KPZ, also Kampfpanzer. Ah, und jetzt sind wir im sehr schön. Den Chinook laden wir mal da drüben auf. Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Ja, und unsere Kampfpanzer 70 erfüllen ihren Zweck. Die haben sich doch bisher ganz gut bewährt. Und ich denke, dadurch, dass sie in den letzten, beziehungsweise in der letzten Mission Erfahrung sammeln konnten, war das kein Problem für die, jetzt diese T-72 zu zerstören. Und da kommen Jagdpanzer. Und ich glaube, die sind gefährlicher. Ja, das sind Raketenjagdpanzer auch. Und die können in großen Mengen ziemlich unangenehm werden. Mal sehen, wo die hinwollen. Aber schmude fast zu uns, dann werden wir eventuell doch mal. Oh, da kommen wir selber schon im Schrauber. Zurück zum Gepard-Panzern. Ah, wir haben einen Flakpanzer. Nee, wir brauchen mehr Flakpanzer. Mehr Flakpanzer. Wie ihr seht, die Flakpanzer brauchen eine Weile, aber wenn sie dann einmal loslegen, wenn sie da einmal treffen, geht es halt langsamer bestätigt abwärts zum Gegner. Getriebetreffer und damit trudelt er. Wir dürfen auch gleich weg sein. Und damit war's das. Und da kommt T-72. Jo. Zeit für ein kleines Tänzchen. Aber die Hälfte der Zeit haben wir schon geschafft. Das Ende ist also in Sicht. Und der Chinook ist wieder aufgefüllt und den schicken wir wieder genau da. Mit Verstärkung sieht es bei uns zwar aktuell nicht so gut aus, allein wegen den geringen Punkten hier. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass das zu schaffen sein sollte. Es wird sich zwar bestimmt noch verschlimmern, was die Angriffe angeht, aber aktuell kein echtes Problem. Und prompt kommt ein großer Trupp Panzer um die Ecke. Ich habe nichts gesagt. Wir müssen Aufklärungsfahrzeug wahrscheinlich jetzt nicht mehr und ja. Noch ein Panzer. Okay, wir kümmern uns erstmal um den Panzer da. Mit unseren Kampfpanzern und die da. Nee, wir machen erstmal da drüben mit. Und sehen zu, dass wir eventuell. Dass wir eventuell erstmal hier drüben mal setzen sollen. Und dann ein wenig mit Hubschraubern arbeiten können. Cobra kostet 40 Punkte, den holen wir uns. So,
Kurbrast angekommen. Unsere Kampfpanzer sehen noch gut aus. Haben zwar auch einen ziemlich hohen Spritverbrauch, aber aktuell geht das mal noch. Da sie ja sowieso nicht so weit fahren werden. Aber ich glaube, das ist nicht. Egal. Wird auf alles geschossen, das rumfährt. Ah, nee, genau. Jetzt können wir sie beschießen. Denn wenn die treffen mit PB-Stärke 11 verglichen zu 4, machen die ziemlich große Löcher in unsere Kampfpanzer. Und in dieser Hinsicht, wenn die uns treffen, juckt uns das nicht ganz so sehr. Da fliegt mal zu VEB. Hat ohnehin keine und keine Munition mehr. Weitere Unterstützung. Wir könnten jetzt versuchen, als Sekundärziel dann auch später noch die amerikanische Basis zu halten, aber ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal auf uns selber konzentrieren. Und wir brauchen Munition. Die holen wir uns natürlich. Genau. Außenposten halten. Ja gut, könnten wir jetzt tun, aber unsere Mission hat Vorrang. Unsere Verbündeten müssen da jetzt leider durchhalten. Wobei ich mir relativ sicher bin, dadurch, dass die hier überhaupt keine Luftabwehr haben, sind die dagegen angreifbar. Und die hier haben allgemein nicht so sehr viel. Die haben teilweise Flugabwehr, aber kaum Abwehr gegen Bodentruppen, also da wird sich das dann irgendwann unglücklicherweise von alleine klären. Wir sind unterwegs. Mag jetzt böse klingen, aber ist leider nicht für uns zu ändern, beziehungsweise wir könnten es ändern, aber auf die Gefahr hin, dass wir dann getötet werden. Und aufweise der Flugeinheiten, die in Form von Hubschraubern und die sind da etwas problematisch ausgerüstet, wie wir schon festgestellt haben. Da kommen ganz schön viele Panzer. Lanz probieren das Beste, was sie können. Treffen zwar nicht wirklich, aber der Gedanke zählt ja auch. Und sollten doch mal treffen, werden sie auch ordentliche Löcher reinhauen in die Panzer. Denn die haben sogar PB-Stärke 12. Ist halt nur mit dem Treffen immer so eine Frage. T-72G. Nee, nicht wirklich schlimm. Gut. Rücken Sie es einfach auf. What is it you want this time? The captain and his crew welcome you aboard. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, aktuell unser Hubschrauber schwebt in der Luft, bewegt sich aber nicht wirklich. Dadurch braucht er keinen Treibstoff. Das ist auch ein Zugeständnis, weil es wäre sonst vielleicht etwas doch friemelig, wenn man die ganze Zeit gucken müsste, hat mein Hubschrauber jetzt noch Sprit und hat Hubschrauber Nummer 2 noch Sprit und hat Hubschrauber 86 noch Sprit. Also, es wird einfach gesagt, solange die Einheiten sich nicht bewegen, verbrauchen sie keinen Sprit. Genauso müsste es theoretisch, soweit ich mich jetzt nicht täusche, auch bei Panzern den Fall gegeben haben, dass die Turmdrehungen nur funktioniert haben, wenn der Motor an war. Und ohne Sprit geht das ja auch nicht. In der Hinsicht, ja, es ist jetzt also nicht so schlimm. Schein ist wieder voll. Die Mod-Schützen sind tot. Zumindest teilweise. Und die haben
haben schon wieder nicht mehr viel Munition. Wir sind unterwegs. Man kann auf diesem Wege übrigens ausschalten, dass sie diese Munition benutzen sollen. Wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn wir jetzt sagen würden, okay, unsere Einheiten sollen keine MG-Munition verbraten, um dabei auf gegnerische Panzer zu schießen. Ist aber in dem Fall eher sinnlos. Es hat mehr Sinn, wenn man jetzt sagt, wir sitzen in einem Wald mit unseren Infanteristen und wollen einen Hinterhalt legen. Und die sollen erst schießen, wenn die Gegner wirklich richtig nah dran sind. Da hat das meiner Meinung nach Sinn. Ansonsten ist das eher zu vernachlässigen.